Initialisiere Forschungsaufzeichnung TV-137 Lambda. Sicherheitsstufe Rot. Schwärmer haben immer eine leitende Kraft. Einen Meister, eine Königin. Aber was passiert, wenn der Schwarm zu groß wird? Was passiert, wenn ein einzelnes Wesen nicht mehr die Kontrolle alleine halten kann? Wir wissen nicht, welche Monstrosität hinter dieser Flut aus lebendem Biomüll steht. Jedoch lässt sich vermuten, wer aus nächster Nähe die Fäden zieht. Ein typisches Zeichen von intelligenten Necromorphs sind 5 Augen. Die erste Kreatur dieser Art, über die ich sprechen möchte, ist der Übermorph. Sie mögen zwar noch grob menschlich aussehen, wurden jedoch fast vollständig aus Necromorph-DNA rekonstruiert. Ihre regenerativen Fähigkeiten sind Stoff für Albträume und es gibt keine Aufzeichnung, die besagt, dass ein Übermorph jemals getötet wurde. Das beste Mittel gegen diese Monster ist eine Mischung aus Stase und ums Überleben rennen. Verschwende nicht, und ich wiederhole, verschwende nicht deine Munition gegen diese Dinger. Spare sie dir auf. Vielleicht findest du etwas, was du töten kannst. Oder dich selbst, solltest dich einkesseln. Glaub mir, es ist besser so. Es wurden auf vielen Planeten, wo die Necromorphs ihre Invasion durchführten, sogenannte Hive Minds gefunden. Diese Dinger bestehen aus jeglicher Biomasse, die entbehrt werden konnte, um einen Knotenpunkt für die Necromorphs zu schaffen. Dabei ist es egal, ob es sich um menschliche Biomasse wie auf Egg 7 oder Alien-Biomasse wie auf Tau Volantis handelt. Unweigerlich verwandelt es sich in diese fünfäugigen Monster. Eine direkte Verbindung zu den Übermorphs ist außer den Augen nicht zu erkennen. Jedoch habe ich die Hypothese aufgestellt, dass es sich dabei um ein unterentwickeltes Exemplar handeln könnte, welches noch nicht Fuß gefasst hat. Ätzende Säure fließt durch die verzerrten Körper und ist eine gute Idee, auf alles zu feuern, was im Entferntesten empfindlich aussieht. Solltest du einen Hive-Mind gegenüberstehen, ist Munition deine geringste Sorge. Wie ich aber auch schon sagte, diese Dinger sind nur Knotenpunkte für die Invasion. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was hinter diesen Monstern steckt. Leitung der Interplanetaren Forschungskommission, Manuel Serra.